Schwarz oder weiß, Deutscher oder Migrant. Schluss mit Gewalt und euren Gesang. Dies ist ein Auszug der Hymne der Young United Cultures. Effi ist trotz ihres Alters von erst 20 Jahren eine wichtige Säule in dieser Organisation. Young United Cultures, unser Projekt wurde von Abdellatif Aruna gegründet. Der Abiturient wurde im Dezember 2009 an seiner Schule mit Rassismus konfrontiert. Und dieser ist auf die Idee gekommen, ein Projekt zu gründen, welches präventiv gegen Rassismus arbeitet und Diskriminierung vorbeugen soll. Schüler und Schülerinnen der Albert-Einstein-Schule in Latzen haben sich hier im Jugendzentrum getroffen, um den Friedenstag zu feiern. Wir haben eben diesen Peace Day veranstaltet, um eben den Frieden zu gedenken und den Kindern eben Persönlichkeiten näher zu bringen, die sich sehr für den Frieden eingesetzt haben, wie zum Beispiel Martin Luther King, Mutter Teresa, Nelson Mandela. Diese Schule verfolgt ein besonderes Mentorenprogramm. Das Mentorenprogramm setzt sich aus zwei Schülern zusammen. Der Mentor ist der ältere Schüler, der jetzt in die 10., 11., 12. oder 13. Klasse geht. Und der Mentee geht in die 7. oder 8. Klasse. Und der Mentor übernimmt sozusagen die Patenschaft für den Mentee. Und diese beiden müssen dann unterschiedlicher Herkunft sein, um sich über ihre Kultur oder ihre Nationalität eben austauschen zu können. Und die müssen sich beide jeweils immer einmal die Woche treffen. Entweder eben in der Schule oder außerhalb der Schule und auf jeden Fall diesen Kulturaustausch betreiben. Und dann gibt es noch einmal diese monatlichen Kulturtreffen, wo sich dann alle Mentoren und Mentees treffen und dann insgesamt sozusagen eine große Feier haben, wie wir heute den Peace Day haben. Es ist wichtig, gegenüber anderen Kulturen tolerant zu sein. Ich finde es schon wichtig, weil wenn ich jetzt ins Ausland gehe, so zu reisen oder so, dann möchte ich auch nicht mit Vorurteilen begrüßt werden. Ich komme jetzt auch selber aus dem Kosovo und für mich als Ausländer ist es halt auch teilweise wirklich schwer, weil schon mal so geguckt wird, so, die ist jetzt ja nicht aus Deutschland und da wird doch teilweise manchmal dumm angesprochen, oh, die können ja Deutsch sprechen, weil es halt immer, und allein diese rassistischen Bemerkungen dann wegen, möchte man dann schon helfen, dass die Jüngeren das dann lernen und dann wissen halt so, das ist ja gar nicht so schlimm, aus einem anderen Land zu kommen, ist sogar eine Bereicherung für die ganze Kultur. Und das ist halt beigebracht wird. Das ist total interessant, auch mal andere Kulturen kennenzulernen. Ich kenne meine besten Freunde, sind auch alles Griechen und Russen und hast du nicht gesehen. Und von daher ist es immer interessant, das auch anderen beizubringen. Ich habe mitgenommen, dass ich auch, wenn jetzt mir Leute aus anderen Ländern begegnen, dass ich jetzt nicht gleich denke, einen Bogen rumgehen, weil die labern mich eh nur voll, sondern dass ich dann halt trotzdem offen auf die Menschen zugehe. Ein Tag voller Freude, Freundschaft und Akzeptanz. Denn Frieden beginnt mit kleinen Schritten.